Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich dir Tipps und Tricks, Erfahrungen, Kritik und über Probleme mit lastminute.de berichten. Du kannst davon ausgehen, dass jemand, der sich die Mühe macht, über eine gebuchte Reise ein Video zu drehen, nicht jemand ist, der sonderlich begeistert ist von lastminute.de. Vielleicht hast du auch Probleme mit lastminute.de. Ich erzähle dir in diesem Video, wie ich versucht habe, diese Probleme zu lösen. Es gibt, das habe ich in der Zwischenzeit googeln können, sehr viele Menschen, die auf lastminute.de reingefallen sind. Wahrscheinlich gibt es auch ganz viele, die mit lastminute.de hervorragende Reisen gebucht haben. Ich gehöre leider nicht dazu. Da, wo ich Informationen habe, die es zu teilen gilt, werde ich das als Link unten in die Beschreibung packen. Ich freue mich über deinen Kommentar. Und wenn du für lastminute.de arbeitest, schreib mir gerne, melde dich. Ja, ich würde mich freuen. Also, ganz kurz erzählt, vorletzten Mittwoch, es ist Winter in Deutschland, Januar, kalt, schlechte Laune, zu viel zu tun, zu wenig Spaß, habe ich mir gedacht, ich brauche Urlaub. Habe Urlaub eingereicht und habe dann donnerstags im Internet recherchiert und bin dann irgendwann auf ein Hotel gestoßen in Dakar, in Westafrika, im Senegal, wo ich wirklich hinreisen konnte, weil ich hier weder ein Visum brauchte noch eine Gelbfieberimpfung. Also kein Problem. Und dann denkst du natürlich, dass du bei Last Minute, in letzter Minute, eigentlich ganz gut aufgehoben bist. Und habe darüber gebucht, also Mittwochs Entscheidung getroffen, ich mache Urlaub, Donnerstags gebucht, Samstags, 2 Tage später geflogen, 48 Stunden Vorlauf. Vorneweg, wenn du nicht weißt, wo du dein Geld ausgeben sollst, dann denk mal an Dakar. Ich zeig dir mal ganz kurz, wo ich hier gelandet bin. Das ist schon wunderschön. Ich bin mit dem Auto bis Brüssel gefahren, weil ich im Westen Deutschlands wohne und dann mit einem Direktflug nach Dakar, Taxi, Hotel. Und seitdem entdecke ich hier so ein wenig die Stadt und verbringe viel Zeit am Pool, habe Zeit zu lesen und nutze jetzt die restliche Zeit meines Urlaubs hier, weil heute Abend der Rückflug nach Brüssel ist, um dieses Video zu machen. Mit dem Flug hat alles geklappt. Da habe ich bei Google gesehen, das geht auch ganz anders. Das war kein Problem. Ich habe nach meiner Buchung, ich habe knapp 4.000 Euro für 2 Personen bezahlt, nach meiner Buchung eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Lastminute.de möchte, dass du ein Konto anlegst, dich bei denen einloggst. Will ich alles gar nicht. Ich will eine Bordkarte und ich will, dass mein Hotel mich freundlich empfängt und sein Geld bekommt, wenn ich da bin. Das habe ich also alles gar nicht gemacht. Bin hierher geflogen, komme dann spät abends, samstagsabends in Dakar an, bin im Hotel und man sagt, ja, wir haben eine Reservierung für dich vorliegen, aber wir haben kein Geld bekommen. Da habe ich noch am selben Abend auf der Webseite von lastminute.de versucht, irgendwie Kontakt zu finden. Es gibt Telefonnummern, wochentags und am Wochenende mit unterschiedlichen Zeiten, aber natürlich kein 24-Stunden-Service, muss auch eigentlich nicht, wenn gut gearbeitet wird. Jetzt ist Dakar in Afrika und das hat zur Folge, dass der Rezeptionist gesagt hat, das ist kein Problem, dann kommt das Geld bestimmt zeitnah in den nächsten Tagen. Lass mich einfach mal als Sicherheit deine Kreditkarte hier einlesen. Das hat nicht funktioniert. Ich konnte mit meiner Kreditkarte jetzt dem Hotel keine Sicherheit bieten, sodass ich gezwungen war, meine EC-Karte, die ich zum Glück habe, herauszuholen und eine erste Anzahlung für die ersten Nächte zu leisten. Ich habe dann über Facebook Messenger lastminute.de kontaktiert und kam eine freundliche Nachricht. Wir bedauern, dass du Probleme hast. Unser Kundenservice wird sich mit dir in Verbindung setzen. Dann hat sich der Kundenservice mit mir per E-Mail in Verbindung gesetzt. Absender ist dann im Übrigen nicht lastminute.de, sondern lastminute.com. Ich habe mich jetzt mit dem Firmenkonstrukt nicht so beschäftigt, aber scheint ja dann ein größerer Laden zu sein. Wenn du weißt, wie lastminute.de mit wem verbandelt ist, wie da die Gesellschaftsformen sind, zu welchem Konzern sowas gehört,
Schreib es doch gerne in den Kommentaren, es würde mich interessieren. Und dann schlug man mir vor, ich möge doch bitte mein Hotel hier in Gänze bezahlen. Und lastminute.de würde mir dann entsprechend meine Rechnung erstatten. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn die es noch nicht mal hinbekommen, nachdem bereits meine Kreditkarte belastet wurde, also die 4 Mille waren gebucht, die waren weg, ich habe es in meinem Online-Banking gesehen, die 4.000 sind bezahlt worden. Wenn die es noch nicht mal hinbekommen, als Profis für den Bereich, ich verkaufe Reisen in letzter Minute, mein Hotel zu bezahlen, dann ist mein Vertrauen, dass die mir meine Knete wiedergeben, relativ gering. Und dann habe ich denen geschrieben, nee, das machen wir nicht. Bitte, so wie vorgesehen und von euch verkauft, bezahlt mein Hotel. Das Hotel hat dann selbst auch nochmal lastminute.de angeschrieben. Und passiert ist innerhalb von 7 Tagen nichts. Nichts. Das heißt, ich bin jeden Tag, anstatt mich zu erholen, am Pool zu liegen und den Wellen zuzusehen und meinen Gedanken nachzuhängen, mich zu erholen, habe ich das Gleiche gemacht, was ich 51 Wochen im Jahr zu Hause auch mache, versucht Probleme zu lösen und mich dabei zu ärgern. Also jeden Tag zur Rezeption, habt ihr Geld bekommen von lastminute.de? Nein, haben wir nicht. Und dann immer wieder schön zum ATM, zum Geldautomaten, Geld abgehoben, jedes Mal natürlich Abbuchungsgebühren bezahlt oder Abhebungsgebühren bezahlt. Und habe dann unterm Strich, gerade eben nach einer Woche Aufenthalt, meinen Urlaub hier in Dakar nochmal bezahlt. Das heißt, ich habe diesen Urlaub hier zweimal bezahlt. Einmal mit EC-Karte, einmal mit Kreditkarte. Und jetzt ist es an mir, mit der Rechnung, die ich bekommen habe, zu lastminute.de zu gehen und zu sagen, kann ich bitte mein Geld wieder haben? Finde den Fehler. Profis für Last-Minute-Reisen schaffen es nicht, innerhalb von einer Woche wie geplant das Hotel zu bezahlen. Stell dir mal vor, ich hätte das Geld nicht. Stell dir mal vor, ich hätte all mein Geld, was ich hatte, mit der Kreditkarte bezahlt, um hier den Urlaub zu machen, hätte vielleicht All-Inclusive gebucht und hat mir gedacht, ich brauche gar kein Geld auf dem Konto. Und ich brauche vielleicht meine EC-Karte noch nicht mal mitzunehmen. Ich habe ja Vollverpflegung vor Ort. Was wäre dann gewesen? Ich hätte irgendjemandem vielleicht eine Trommel klauen müssen, hätte für die Touristen am Strand anfangen singen zu müssen oder ich hätte zu singen oder hätte angefangen hier in der Küche zu spülen oder hätte eine Woche lang vorm Hotel vor der Tür gelegen in der Hoffnung, dass mich irgendjemand mit Spenden versorgt, um dann nach einer Woche wieder zurückfliegen zu können. Also ich habe Glück, dass ich flüssig bin und es mir leisten konnte, diese Reise, diesen Aufenthalt hier zweimal zu bezahlen. Hätte ich das Glück nicht gehabt, hätte ich das Geld nicht gehabt, wäre ich ziemlich dumm dran gewesen. Ich nutze jetzt die Zeit, die ich hier habe, während ich auf meinen Abflug warte, dieses Video zu machen, um dich zu warnen. Also wenn du vorhast, mit lastminute.de zu reisen, dann kannst du zu den Leuten gehören, bei denen das klappt. Mein Rat ist, entweder plane ein, dass nichts klappt und du das, was gebucht wurde, nochmal bezahlen musst. Also, dass du vielleicht deinen Flug nochmal bezahlen musst, dass du dein Hotel nochmal bezahlen musst. Oder nutze lastminute.de als Inspiration. Weil bei lastminute.de mir Reisen angeboten wurden, die ich auf anderen Portalen nicht gefunden habe. Zum Beispiel hier Senegal ist ein französischsprachiges Land. Deutschsprachige Anbieter haben kein Interesse, deutsche Touristen, die schwerpunktmäßig Englisch reden, in ein französischsprachiges Land zu schicken. Also als Inspirationsquelle ist lastminute.de bestimmt top. Wenn du Nerven wie Drahtseile hast und Geld zu viel oder auf Nummer sicher, auch vielleicht, um eine Reise zu buchen. Aber ansonsten versuche die Reise, die du bei lastminute.de gefunden hast, sicherheitshalber bei einem anderen Anbieter zu buchen. Oder beiße in den sauren Apfel, wenn du es dir leisten kannst und nutze die Inspiration von lastminute.de, um Flug und Hotel selbst direkt zu buchen. Dann bezahlst du zwar mehr Geld, aber du sparst dir auch sehr viel Ärger, den ich gerade habe, denn sonst hätte ich dieses Video nicht gemacht. Wie geht es weiter? Ich werde lastminute.de meine Rechnung über das Hotel schicken. Rechne jetzt nicht damit, dass mir das sehr schnell erstattet wird.
wie lange es dauert, um die Erstattung zu bekommen, werde ich als Kommentar anschließend nach einigen Tagen, hoffe ich, nicht Wochen, als Kommentar unter dieses Video schreiben. Und ich werde die Verbraucherschutzzentrale einschalten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch noch da für mich was erwirken können. Wenn man was macht, dann macht man es richtig. Hat lastminute.de nicht gemacht. Und was man verspricht, muss man auch halten. Lernen wir alle schon im Kindergarten. Hat lastminute.de nicht gemacht. Mein Fazit, leider, lass die Finger von lastminute.de. In diesem Sinne, freue mich über deinen Daumen rauf oder Daumen runter. Ich mache das nicht professionell, sondern um dich zu warnen. Freue mich über deinen Kommentar. Und ich wünsche dir wenig Ärger und einen schönen Urlaub. Tschüss.